willkommen auf Teasy2. Lange, lange ist es her. Ihr wartet schon drauf, ne? Wir saßen ja 3 Wochen jetzt in Corona-Quarantäne. Alles gut, alles gesund. Wir waren die ganze Zeit auch negativ, sind getestet, können jetzt wieder raus. Jetzt nehme ich euch wieder mit. Leider haben wir dadurch natürlich ein paar Schritte verpasst, ne? Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil es war schon einiges Interessantes auf jeden Fall zu sehen. Ihr habt es vielleicht jetzt im Hintergrund schon gesehen. Es sind schon teilweise Bäume da, zwar noch nicht eingepflanzt, aber die wurden jetzt gerade gestern geliefert. Die Pooltechnik ist auch schon so gut wie fertig, ja, die Wärmepumpe, es hängt alles dran, aber zur Pooltechnik wird es noch ein eigenes Video geben, das werde ich morgen aufnehmen. Da habe ich ja den absoluten Ehrenmann, den Philipp, der kommt von Tizi Schubert, von der VIP Army, extra aus Österreich hier, hat auch seinen Corona-Test gemacht, seinen PCR-Test, wir sind alle getestet. Ist jetzt hier, der ist mit seinem Kumpel angereist, 3 Tage, die pennen hier im Hotel, machen hier die ganze Technik. Absolute Ehre, ich bin dabei, bin so ein bisschen der Hilfsjunge. Und ja, ich gebe euch jetzt einfach mal so in einem Schnelldurchlauf ein kurzes Update, Jungs, ne, was jetzt aktuell ansteht, wie der Garten aktuell aussieht, wie es jetzt weitergeht. Und im nächsten Video gehen wir dann ein bisschen mehr über die Technik ein, wobei wir hier auch schon ein bisschen über die Technik labern. Aber wir gucken mal rein. So, hier sind wir jetzt im Pool-Technikraum. Hier hat es natürlich jetzt mega, mega viel schon gemacht. Aber hier kann ich auch ehrlicherweise nicht so viel dazu sagen. Ne? Das hat wirklich alles der Philipp gemacht. Ich kriege hier noch eine Einweisung. Das hier auf jeden Fall ist mein Kessel. Der ist auch mit dem Glas Filterteile hier bestückt, nicht mit Sand. Das soll angeblich besser sein. Glas soll länger halten, ist hygienischer. Wird der Fachmann noch was dazu sagen? Das hier ist die Poolpumpe, das komplette System quasi saugt und drückt. Dann haben wir hier auf jeden Fall, ich glaube, einmal für die Salzelektrolyse. Das hier. Und das hier war, Jungs, ich würde euch anlügen, ne? Das machen wir später, wenn der Fachmann da ist, bin ich ehrlich, muss ich die Hand heben, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass die 2 gehen hoch an die Wärmepumpe, die ist auch von Zodiac. Ich kann auch zu alle Komponenten nichts sagen, ne? Also, wenn jemand sagt, ey, gestern schon der Poolroboter bei Insta drin gehabt, er hat seinen Job gemacht, aber um ein Urteil abzugeben, ist wahrscheinlich ein bisschen früh. Nichtsdestotrotz, was ist hier drin passiert, das weiß ich definitiv. Und zwar haben wir hier die Steckdose gesetzt, für den Solarrollladen, Poolrollladen, der draußen hinkommt. Hier kommt ein Trafo hin, ne? Zack, zack, raus. Kommen wir auch später dazu. Dann haben wir hier 2 geschaltete Steckdosen, also eigentlich nur die hier. Die ist geschalten über Zeitschaltuhr. Die haben wir schon eingebaut. Hier ist Dauerstrom, wahrscheinlich für die Geräte. Dann haben wir hier noch eine geschaltete für die Pumpe. Und die Zuleitung für die Wärmepumpe, die geht jetzt auch durch unseren Schwanhals da hoch. Ist schwere Gummileitung, 3x4 Quadrat. Geht auch hier rein. Ne? Ah, das haben wir auch gemacht. Haben wir hier den Plastikkanal weggemacht, den Metallkanal hin, dass man einfach ein bisschen mehr Platz wieder hat. Und alles wird über diese Zeitschaltuhr gesteuert, Jungs. Und das ist der absolute Hammer, ne? Wie krass die Technik mittlerweile ist bei diesen Zeitschaltuhren. Das ist eine, die synchronisiert sich von alleine auch. Also, ne? Also die hat irgendwie eine Batterie drin oder so eine Geschichte. Du schaltest sie ein, schließt dir einen Strom an. Die hat Uhrzeit, die hat Datum, die ist voll da, Sommer-Winterzeit. Kann man aber auch alles individuell anpassen. Die hat jetzt quasi eine Stromversorgung und hat dann 2 Ausgänge, die man schalten kann. Dann Channel 1, Channel 2. Verschiedene Intervalle kann man sogar mit jedem Channel fahren. Also sehr, sehr geiles Teil. Das ist jetzt so ein bisschen das Update von einem Pooltechnikraum. Wie gesagt, wir machen das alles noch ein bisschen detaillierter auf jeden Fall. Das ist der Wasserverteiler. Hier hat sich auch ein bisschen was gemacht, ne? Haben wir ja schon mal, glaube ich, erklärt. Der hier ist für die komplette Wasserzuleitung hier drin. Also für auch das Klo hinten, Wasserhähne. Dann haben wir hier für die automatische Bewässerung, weil die ist mittlerweile auch da. Ist von Rainbird. Funktioniert einwandfrei. Sehr, sehr geil. Und dann haben wir einmal die hier. Die war für Outdoor-Küche und Autodusche, die Zuleitung von Wasser. Jetzt gucken wir mal, was draußen passiert ist. Ja, genau, und hier haben wir schon das erste Teil. Hatte Ömer wieder gemacht. Mir persönlich, ich finde es so geil. Ich liebe diese Chelibis-Platten und ich liebe einfach dieses gefühlt, dieses Schwebende, also dieses Freiliegende, ne, auf Schrittlänge. Und dann haben wir im Stream, habt ihr mitgekriegt, das ist der Kies hier aus Holland. Beach Pebbles oder so heißen die. Gefallen mir auch sehr, sehr gut. Die sind jetzt spitzkantig. Schön flach, gefällt mir sehr gut, ne? Und macht hier einfach einen schönen Weg. Es ist noch ein bisschen robust hier. Ihr seht jetzt auch schon wieder alles dreckig, ne? Aber hier kommen dann überall schöne Staudebeete hin. Also es wird mega. Also bin wirklich, David hat da was echt Geiles geplant. Der Kamerad hat mir schon ein paar Mal das Leben gerettet. Das ist der Kärcher K7. Wie gesagt, keine Werbung, aber hier mit sauber machen. Luxus, Traum. Genau, die Platten kennt ihr ja quasi schon. Dann haben wir jetzt hier eine Überdachung. Die ist von KD Überdachung. Ist in einem DB703 Ton gehalten. So wie die ganzen Fenster und so. Das ist so Eisenklimmer. Wir haben hier Beleuchtung einfach drin. Das ist einmal unterteilt, ne?
das ist glaube ich 10 Meter oder 10,50, die komplette Überdachung. Das heißt, wir kriegen auch hier einmal eine Markise und hier drüben eine Markise. Die ist noch nicht da, die kommt jetzt erst in 2 Wochen. Und jede Seite quasi so separat steuerbar für die Beleuchtung, ne? Weil es ist so, wird es geplant sein, dass dann wahrscheinlich hier ist so die Chiller-Lounge und da drüben kommt dann der Essbereich hin, ne? Hier hinten ja die Autoküche. Und ja, das ist die Überdachung, gefällt mir auch sehr, sehr gut, macht schon sehr, sehr viel aus, ne? Wird schon im, also man merkt jetzt schon bei 17, 18 Grad wird es ziemlich warm darunter. Naja. Abfahrt, gib ihm. So, und dann kommen wir auch schon zum Herzstück hier im Garten. Es ist der Pool, Jungs. Und der hat so viel Kraft und Energie gekostet, weil wir, wie gesagt, ziemlich viel alleine gemacht haben. Aber ihr seht, die Düsen sind fast komplett im Wasser schon. Es nimmt ein Ende, Jungs. Es nimmt ein Ende. Es ist Wahnsinn. Ich freue mich, das Wetter wird besser. Ihr seht, wir haben jetzt, glaube ich, 8:30. Die Sonne ist schon da. 17, 18 Grad heute gemeldet. Ich freue mich unnormal auf den Pool, ne? Da gab es auch ein paar Details, die wir angefahren sind. Und zwar den Bodeablauf habe ich eine Quarantäne eingebaut. War ziemlich easy. Gar kein Problem an der Geschichte. Waren einfach nur zwei, was waren das, glaube ich, M6er oder M8er Schrauben, Edelstahlschrauben, die da reingekommen sind. Scheinwerfer waren ja schon drin. Düsen war ein bisschen problematisch, weil da hatte Philipp mir auch erklärt, in den Düsen, können wir uns mal angucken, sind ja auch solche Kugeln drin, ne? Und diese Kugeln wollte ich auch quasi da unten in die Düse einbauen. Sagt er, aber macht man nicht aus kindersichere Gründe, ne? Weil wenn ein Kind taucht und ein Finger da reinsteckt, wird stecken bleiben, ist zu gefährlich, ne? Deswegen kommt da vorne oder unten soll man einfach nur dieses Visier drauf machen, hat er es, glaube ich, genannt. Und hier oben kommt dann die Kugel. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind die oberen quasi für die Wasseroberfläche, für das Wasser in den Skimmer dort runter zu treiben. Und die unteren, die sind halt da, machen ihren Job, ne? Keine Ahnung, die werden halt auch dafür sein, dass das ganze Wasser irgendwie umgewälzt wird, ne? Die Beleuchtung von LEDs im Pool habt ihr ja schon gesehen, ne? Absoluter Wahnsinn. Das Kabel hier ist auch ready für den Rollladen, der steht dann später hier. Ist auch wegen kindersicher und allem drum und dran. Was haben wir noch im Angebot? Genau hier, den haben wir gestern reingehievt. Der ist einfach schon 4 oder 5 Meter. Unnormal schwer. Gott sei Dank war Philipp da. Der hat geregelt. Der ist die Schubkarre gesteuert. Hier steht der gute Schubkachen. Und ja, Jungs, so ist aktueller Stand. Hier hinten, das weiß ich noch, das ist eine Felsenbirne. Die kommt auch ziemlich genau dahin, wo sie aktuell steht. Hier ist ja die ganze Fläche für Rollrasen später. Hier kommt noch so ein Staudenbeet und der schöne Baum kommt da rein. Der blüht heftig. Dann haben wir hier noch ein Bäumchen, das kommt hinten in die Ecke. Aber fragt mich nicht, Jungs, da wird euch David dann einiges dazu erklären. Freue mich einfach unnormal drauf, Jungs. Ist jetzt wirklich so, nur kurz Zusammenfassung. Ja, ich hätte euch echt gerne, ich drehe euch noch mal kurz rum, ich hätte euch echt gerne bei jedem Schritt mitgenommen. Aber wie gesagt, Corona hat es leider nicht zugelassen. Ne? Es waren schon ein paar coole Aktionen dabei. Allein der Einbau hier von den ganzen Teilen. Der Philipp hat gestern da noch rumflexen müssen, ne? Um den Skimmer, die Blende einzubauen. Für alle, die es auch wollen, das ist ein beschichtetes Becken, also keine Folie, das wurde beschichtet. Aber wie und was genau, kann ich euch auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass jetzt gerade das Wasser wieder hier reinläuft. Das lassen wir jetzt blubbern, bis wir ungefähr bei der Mitte vom Skimmer sind. Und wenn wir dann von der Mitte beim Skimmer sind, dann muss das Becken auf 20 Grad aufgeheizt werden. Das macht die Wärmepumpe, die steht auf der Garage. Und dann kann diese Salzelektrolyse gestartet werden. Ne? Das ganze Thema Pool ist, glaube ich, wirklich als Einsteiger ziemlich komplex. Ne? Aber dafür haben wir den Philipp da. Wie gesagt, der wird es euch erklären. Da gehen wir auch ein bisschen mehr auf die Details ein, weil dieses Salz hört sich erstmal so an, als ob das jetzt wie so Meersalz ist. Ist es aber nicht. Machen wir. Machen wir easy, Jungs. Dann wird jetzt in der Woche wird schon gepflanzt. In 3 Wochen kommt die Outdoor-Küche und dann bin ich wirklich fertig. 2 Jahre lang ackern, bei jedem Schritt von der Baugrube ausheben oder vorher schon von der Grünfläche hier von der ganzen Hecke befreien und Müll und Dreck, bis wirklich jetzt der letzte Spatenstich im Garten. Ich bin wirklich froh, Jungs, wenn es vorbei ist. Aber es wird wirklich mega, mega, mega. Ich freue mich. Ich freue mich drauf, Jungs. Das ist jetzt das kurze Update, was es alles gibt. Was mir gerade einfällt, was wir noch kurz labern könnten. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gelabert haben, aber könnte man noch schnell machen. Die Bewässerung, ne? Können vielleicht auch einige interessieren, die automatische Bewässerung. Aber das wird eigentlich auch schon wieder Material für ein komplettes eigenes Video drüber zu machen. Ihr könnt einfach mal drunter schreiben, so jetzt im Schnelldurchlauf, wo ich einfach nochmal genauer drauf eingehen soll. Wie gesagt, tut mir leid, Corona hat uns da echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir können es aber nachholen, ne? Wir können dann zwar viel schnacken, weniger arbeiten, aber mehr schnacken. Aber das kriegen wir hin. Aber wir machen mal ganz kurz noch die Bewässerung durch. So, ihr habt hier drin ist der Technikraum. Hier habt ihr es gesehen, ist quasi der Wasseranschluss, der rausgeht dorthin in den Steuerkasten von Honda oder Rainbird. Von dort aus sitzen 4 Steuerventile für 4 Steuerkreise. Das heißt, 2 Steuerkreise habe ich hier für die Rasenfläche. Das heißt, glaube ich, an jedem Ventil sitzen
glaube ich, 4 Rasensprenger, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oder vielleicht auch 5. Steuert einmal das. Dann habe ich ein Steuerventil, was komplett hier hinten rum die komplette Bewässerung macht. Bis hier rüber. Das werden alle Staudebeete, hier auch, ne, an der Terrasse entlang. Und da, das ist ein Steuerkreis. Dann habe ich noch einen Steuerkreis für die komplette Hochbeete. Und habe einen Steuerkreis für den Vorgarten vorne. Das sind 4 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Und die kann ich halt individuell programmieren, ne? Dass die dann dementsprechend zu irgendwelchen Uhrzeiten fahren und. Mähroboter baue ich mit Simon noch ein, wenn es soweit ist. Das wird ein Simon noch mein Job. Und hier wird es halt auch, ich glaube, es wird echt gemütlich, Jungs. Weil, ne, man hat hier ein bisschen Durchgang. Hier ist jetzt so die Trittplatte drin, für quasi von der Terrasse dann auf die Rasenfläche zu kommen. Und das wird halt alles schön grün mit so richtig schöne Dichte. Staudebeete, da freue ich mich echt drauf. Das hier ist, glaube ich, ein Kirschbaum. Der kommt, glaube ich, in den Vorgarten, ne? Bin gespannt. Ja, Jungs, da will ich auch sagen, sind wir an der Stelle auch einfach mal raus. Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung, Jungs, für euch, was jetzt alles so abging in letzter Zeit. Und ja, wenn Fragen sind, schreibt sie rein. Die nächsten Videos werden wieder ein bisschen detaillierter, weil jetzt ist wieder ein bisschen mehr Zeit. Wobei, jetzt kommt auch bei FIFA auch das Totzen, also wir werden jetzt richtig reinhasseln. Ich gucke, was wir halt auf Teasy 2 alles mitnehmen können zur Fertigstellung von dem Garten. Und dann haut rein, bis zum nächsten Teasy 2 Video. Vielleicht packen wir es jetzt auch 2-mal die Woche. Komm, wir hasseln. Wir machen 2 Videos, Teasy 2 die Woche, rein da und viel Spaß. Ciao, ciao.